Ich habe heute Abend die Ehre, eine sehr gute Freundin hier anzukündigen. Sie möchte hier ein paar Sätze loswerden. Für mich heißt sie Dr. Rahev, für euch heißt sie Rahev. Sie ist Veterinärmedizinerin, war jahrelang in der Forschung in Mannheim tätig und möchte hier ein paar Sätze loswerden. Rahev? Entschuldigung, Dr. Rahev. Ja, danke, Siamak. Und danke auch allen, die heute Abend hier sind. Es ist toll, dass, ich glaube, es sind 300 Leute gezählt worden oder 320. Vielen Dank an alle. Und ich danke allen, die mich in ihr QR-Schema pressen wollten. Sie haben mich den Wert der Freiheit gelehrt. Wenn Sie möchten, ja. Ich danke allen, die mich mit ihrer Propaganda belogen haben. Sie haben mir die Kraft der Wahrheit gezeigt. Ich danke allen, die mich in den sozialen Netzwerken blockiert haben. Sie haben meinen Mut geweckt. Und ich danke allen Freunden, sogenannten Freunden und Familienmitgliedern, die mich verlassen haben. Sie haben mir Raum gegeben für Neues. So oder so ähnlich lautet ein Zitat von Paulo Coelho, das ich ein wenig abgeändert habe und das ziemlich gut, wie ich finde, in die heutige Zeit passt. Ich bin Rahev, Tierärztin und Tochter einer tunesischen Gastarbeiterfamilie, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich habe sozusagen Migration. Und um dem Heidelberger Weststadtgequatsche entgegenzukommen, auch ich bin kein Nazi. Ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob ich was sagen möchte. Vielleicht, weil ich in der Wissenschaft gearbeitet habe. Es fällt mir sehr schwer. Es erfordert heutzutage viel Mut, Gesicht zu zeigen und sich mit seiner Meinung, dem gängigen Narrativ, entgegenzustellen. Dafür möchte ich allen Menschen danken, die das seit 2 Jahren tun, im Kleinen wie im Großen. Und obwohl es mir so schwer fällt, möchte ich es dennoch tun. Denn wenn ich mir anschaue, wie eine Außenministerin Baerbock oder ein Gesundheitsminister Lauterbach, und diese Liste ist beliebig erweiterbar, vor die Welt treten und mit einer anmaßenden Arroganz den Menschen diktieren, wie sie sich zu verhalten haben, dann kann auch ich heute vor 200 Menschen in dem kleinen Heidelberg einfach mal was sagen. Ich möchte heute nicht über Zahlen und Fakten reden, denn wie es schon viele Vorredner zu anderen Demo-Tagen gesagt haben, die Fakten liegen schon lange auf dem Tisch. Sie sind jedem zugänglich. Und sie wurden viele Male dargelegt. Die Zeiten, faktenorientiert und von der Vernunft geleitet zu sprechen, sind offensichtlich vorüber. Oder warum sonst wird jeder, der objektiv hinterfragen möchte, von der Gesellschaft diffamiert und mundtot gemacht. Wie jüngst wieder geschehen dem Ex-Vorstand der BKK. Und was möchte ich euch heute sagen? Weltweit flüchten täglich Menschen aus ihrer Heimat. Sie geben alles auf, denn sie denken hier ein freies, sorgenloses Leben in einem aufgeklärten Staat und in Wohlstand führen zu dürfen. Doch diese Menschen muss ich leider enttäuschen.
Als meine Eltern 1965 hierher kamen, mag das noch so gewesen sein. Meine Mutter berichtet mir noch heute mit strahlenden Augen von diesem schönen Deutschland, das sie als 17-jähriges Mädchen willkommen geheißen hat. Doch auch sie muss ich leider enttäuschen. Denn dieses Deutschland, das gibt es offensichtlich nicht mehr. Aber sie glaubt mir nicht. Sie kann es nicht verstehen. Und so geht es vielen unserer Mitmenschen. Sie können nicht sehen und sie können erst recht nicht akzeptieren, dass man ihnen ihre Illusion von einem demokratischen Land, von einem gemeinsamen, geeinten Europa wegnimmt. Sie schlichtweg damit desillusionieren würde. Es macht sie unglaublich wütend, auch wenn man sie schützen möchte, auch wenn man es nur gut mit ihnen meint. Es ist nicht mein Anliegen und auch nicht das Anliegen der Menschen, die hier für Aufklärung stehen, ihre Mitmenschen zu verärgern oder zu verletzen. Ich stehe hier lediglich und sage, dass es verdammt gefährlich ist, an etwas festzuhalten, was es schon lange nicht mehr gibt. Ich weiß, dass es vielen von euch genauso wie mir geht. Wir haben Angst. Wir haben verdammt Angst, unseren Job zu verlieren oder unser Zuhause. Viele haben Angst um ihre Kinder, wenn sie jetzt als Eltern einen Fehler begehen oder was Falsches sagen. Das sind tiefgreifende existenzielle Ängste und die muss man ernst nehmen. Aber wenn man uns das Recht nimmt, unsere Meinung zu äußern, vielen Dank. Wenn man uns das Recht nimmt, unsere Meinung zu äußern, beziehungsweise wenn man damit rechnen muss, nachdem man diese geäußert hat, auf unterschiedlichsten Ebenen sanktioniert zu werden und nichts anderes passiert aktuell, was bringt uns dann noch unser Job, den wir vielleicht immer gerne gemacht haben? Das schöne Haus mit Garten, in dem unsere Kinder im Frühjahr hoffentlich irgendwann auch wieder ohne Masken gemeinsam spielen. Was bringt uns dann das alles noch, wenn wir alle letztendlich wie Sklaven leben müssen, würdelos, unterdrückt und fremdgesteuert? Wenn wir leben müssen in einer Scheindemokratie, in der die Gewaltenteilung nicht mehr funktioniert und der Rechtsstaat versagt hat. Deshalb frage ich alle, was ist all das wert, ohne die Freiheit auf ein selbstbestimmtes Leben? Yes. Genau, für mich nichts. Wir müssen aufstehen und gegen dieses Unrecht, das wir täglich überall sehen und erleben, vorgehen. Wir dürfen die Ausgrenzung und den Hass nicht mittragen. Wir alle sind verantwortlich dafür. Wir sind verantwortlich für das, was gerade auf der Welt geschieht. Jeder von uns. Und wir können sagen, es ist genug. Jeder für sich in seinem Umfeld. Wenn wir Ausgrenzung beobachten, können wir uns dagegen stellen und dem Menschen, dem Unrecht geschieht, den Rücken stärken. Und dabei ist es vollkommen egal, ob dieser Mensch genesen, geimpft, x-fach geimpft, ukrainischer oder russischer oder deutscher Herkunft ist. Und alleine die Tatsache, dass ich das erwähnen muss, spricht Bände. Jeder fühlt es, wenn er es unmittelbar erlebt.
Dafür muss ich nicht viel wissen. Dafür muss ich nicht viel gelesen haben. Es ist ein Urinstinkt in jedem von uns. Ein weiser Mann, der mich mit großgezogen hat und dem ich dafür über alle Maße dankbar bin, Herr Hermann Schreiner, hat mir einmal, als ich noch ein kleines Mädchen war, etwas Wichtiges gesagt. Das wollte er mir offensichtlich mit auf meinen Lebensweg geben. Und ich finde, es ist eine verdammt gute Botschaft, die man einem Kind mitgeben kann. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Vielen Dank.